Ich glaube, so ein Weihnachtsfeier. Herzlich willkommen, Gamescom! Macht mal ein bisschen Krach! Ich sag Games, ihr sagt komm! Games! Games! Ich sag Games, ihr sagt komm! Games! Games! Ich sag Couch, ihr sagt Couch! 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 Geil! Schön, dass ihr da seid! Hammer! Geile Nummer! Wir machen jetzt wunderbar Couch an Couch. Eine Aktion mit euch. Und mit dem wunderbaren Gregor. Hallo, herzlich willkommen. Ein Applaus für Gregor. Ein wunderbarer Applaus. Und mit dem wunderbaren Berti. Ein Applaus bitte. Wer von euch kennt Couch an Couch? Ja? Gut, das sind einige. Vielleicht ihr zu Hause noch nicht. Es ist ein einfaches Konzept. Zwei Teams treten an in dem gleichen Spiel, in der gleichen Disziplin. Heute spielen wir Cuphead. Und da geht es darum, dass die meisten Bosse in einer bestimmten Zeit gelegt werden müssen. Also recht simpel, man kann es nachvollziehen. Aber Gregor und Berti sind so mittel- bis sehr gute Spieler. Und wollen aber Unterstützung haben von mittleren bis sehr guten Spielern. Und wisst ihr, was das Geilste ist, Freunde? Das sind Leute aus eurer Mitte! Ja! Und jetzt lassen wir sie rein und ich brauche von euch einen riesigen Applaus für die Teammitglieder von Gregor und Berti. Und ich gucke mal, ob sie ready sind. Ein riesen Applaus für die Community! Fantastisch! Sehr schön! Das ist einmal schönes Name, ist einmal Danilo, richtig? Genau, Danilo. Hi. Hier ist der Danilo. Willst du zu Gregor oder zu Berti? Du hast freie Wahl. Bist du sehr gut? Ich setze mich zu Gregor. Alles klar. Beantworte die Frage. Und hier bist du sehr gut. Und hier haben wir Mike. Ein Applaus für Mike. Mike, bist du sehr gut? Ach, ein bisschen Erfahrung habe ich. Okay, dann ab zu Berti. Und jetzt natürlich erstmal. Hast du jetzt? Jetzt kennt ihr die Teams, ja? Also ich hab's schon mal gespielt. Und jetzt haben wir noch mal 2 Minuten Zeit, einmal abzuchecken, wie es bei diesem Team ist. Wie ist euer Teamname, Gregor? Unser Team, Danilo war es, ne? Ja. Ja, der Teamname Gregor. Okay, merkt euch das. Bin ich fein mit. Sind wir fein mit, ja? Ja, kann ich mir merken dann. Okay, kurz, Gregor, du hast Erfahrung mit Cuphead, würdest du sagen, schon, ne? Es geht, ja. Also, ich bin nicht der Schlechteste, ja. Aber ich bin auch nicht der Beste. Naja, das ist in Ordnung. Wie sieht's bei dir aus? Hast du durchgezockt? Zumindest die erste Welt habe ich durch und ich glaube auch die zweite, danach wird's schwimmig bei mir. Ich glaube, das muss reichen. Wir wollen die Bosse legen. Wenn du ein paar Bosse schon mal gemacht hast, dann passt das. Das sollte ja schon gehen. Wir spielen übrigens Singleplayer pro Team. Das heißt, nach dem Tod wird gewechselt, ja? Okay. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Dann schaue ich einmal bei diesem Team. Ich weiß nicht, wie könnte das Team wohl heißen? Ich bin ganz gespannt. Berti, wie ist euer Teamname? Team Gregor. Nee, wir sagen jetzt einfach Team Seniorenzerstörer. Aha. Weil wir sind hier jung. Guckt ja. Euch da. Wie wär's mit Team Ungepflegt? Nicht rasiert? Ja. Du hast keinen Bart, ne? Okay. Berti, wie sieht's bei dir aus? Bist du erfahren mit Cuphead? Auf jeden Fall. Das ist eins meiner Lieblingsgames. Ich habe das DLC durchgeballert, auch im Koop mit einem Freund. Ja. Gregor. Berti, ich habe eine kleine Bitte. Ja? Ja? Du hast ja gesagt, ich bin ja schon ein bisschen älter und ja. ich brauche mein Gehör noch. Na, kannst du dich zurückhalten diesmal? Nee, Oder schreist du die Bude zusammen? Ich werde komplett rumschreien. Nein, ich halte mich im Zaun, keine Sorge. Na gut, du hast Erfahrung. Wie sieht's mit Mike aus? Ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also ich habe schon die erste Welt auch durch und noch nicht fertig gespielt, aber ich glaube, kann was reißen. Okay, also ihr wisst auch Bescheid, ihr spielt Singleplayer, habt gleich so roundabout 50 Minuten Zeit. Wer die meisten Bosse legt, hat gewonnen. Wenn ihr stirbt, wechselt ihr ab. Und ansonsten... Ja, also nur anfangen? Habt ihr noch Fragen? Wo springen? Wo springt man bei dem Spiel? Weiß es jemand? X, ne? Ja, und, ja. Und zwar mal so, der Modus ist also, wie viele Bosse geschafft genau, werden. Genau, es geht nur um Bosse. Es geht nicht darum, ihr könnt so viel sterben, wie ihr wollt. Das ist komplett egal, kein Malus. Es geht nur darum, wer hat am Ende die meisten Bosse gelegt. Ganz genau. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Müssen wir es nochmal... Die hören ja auch mit, lieber keine Taktik besprechen. Ja, aber die haben ja nicht nur die Haare im Gesicht, auch die Haare in den Ohren. Ja, wahrscheinlich. Okay, bevor es losgeht. Ihr wisst Bescheid, Team Gregor. Ein Applaus für Team Gregor. Yeah. Danilo und Gregor. Ja. Und, Achso, eine Frage noch. Ja. Wir müssen. Nicht, dass ihr auf Easy spielt. Nicht auf Easy spielen. Nein, um Gottes Willen.
Ehre und Stärke. Gregor, wir sind Konkurrenten, aber wir sind auch Ehrenmänner. Okay, gut, dass du es gesagt hast. Weiß man ja nicht. Stell auf sofort. Easy, stell auf. Damit ist nicht. Pass auf. Team Berti ist es, okay? Ja. Team Berti, da würde ich sagen, ein Applaus für Team Berti. Okay. Ihr seid ready? Ihr seid ready? Dann würde ich sagen, wir zählen sie alle ein. Machen wir's auf fertig. 4, 3, 2, 1, dort! Couch an Couch auf der Gamescom 2022 geht jetzt los. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Wo bin ich hier? Was soll denn das? Auf dem oberen Screen seht ihr gleich hier Berti und unten. Okay, mal gucken, ob es ein Boss ist. Ja, es ist ein Boss, okay. Ja. Scheiße, wir sind nicht zum Boss gegangen. Ja. Okay, was wollen wir eigentlich? Das ist auch wichtig. So, wir sammeln hier erstmal die Münzen ein. Und Mike macht das. Also Gregor startet hier mit seinem Run. Also ich guck mir den gerade an. Aber hier startet Mike. Erinnerung wegen dem Spiel. Ja. Hier ist Mike. So steigt Mike Trotz und Mike ist... Willst du erst wieder zu Ende machen? Das ja, nee, mach. War nur erster Tod hier. Okay. Mann, Mike hör ich schon aus dem Publikum. Wer war das? Ja. Wo? Da hinten? Mann. Ja, genau. Wer von euch hat Cuphead-Erfahrung? Wie schwer ist der untere Boss? Ist er machbar? Ist machbar. Oh nein! Okay. Du dumme Sau! Ist nicht schlimm. Zwei hast du noch. Oh, Leute. Oh, ich hätte ducken müssen! Ah, ich hätte ducken müssen! Nee, das sieht gut aus, Gregor. Ja! Ja, nicht schlecht, Gregor! Nein! Ich bin so blöd! Schade. Wie sieht's hier aus? Berti zockt. Nein, ey. Ja, wir versuchen das Run Gun erst. Weil wir eigentlich auf lange Sicht die Waffen brauchen, ey. Okay, genau. Also andere Taktik auf dieser Seite. Erst Waffen-Upgrades. Dash Epsilon und Special ist auf B. Ja. Yeah. Finde ich natürlich den Bossfight hier erstmal spannender, muss ich sagen. Danilo wird sich jetzt versuchen. Nein! Wie ging nochmal der Boost? Die obere Taste, Y. Ja, schön. Gedodged. Du weißt, R1 gedrückt halten, kannst du auf der Stelle ballern. Okay, danke. Oder? Ja. Na, Mann, komm. Wir versuchen das so lange, bis die Was glaubt ihr, wie viele Bosse werden dort gelegt? 2, 3, 4, 5? Alle? Okay. 2? Okay. Lass uns mal damit weitermachen, wir können Bosse. Auch mal gucken wegen dem Münzen. Okay, ja, ich bin gespannt. Wenn wir schon mal dabei sind. Guck mal, was die anderen machen. Jetzt wieder Gregor am Pad. Mhm. Und in Bertis Team wird weiterhin Run and Gun durchgezogen, um sich abzugraden. Bin gespannt, ob das der Effekt ist, den sich Berti vorstellt. Aber wir können auf jeden Fall einen Hitpoint-Upgrade vertragen. Werden wir, würde ich sagen, machen wir doch als allererstes, wenn wir soweit sind. Ja. Oh, aber wir müssen erstmal den Boss haben, dann sind wir schon mal im Vorteil gegen ihn. Ja. So, komm, das war's. Danilo ist super wichtig, ich merke das. Oh, falsche Taste wieder. Ich spring mit Gregor, da mache ich mir keine Sorgen. Wichtig ist, lass dich auf keinen Fall stressen. Auch hier in so einer Prüfungssituation ist egal. Da hat jeder Verständnis für. Oh Gott, ey, ich dachte schon. So, alle Münzen, let's go! Alle Münzen, let's go! Du hast fertig gespielt. Was auch immer das bedeutet, ich habe keine Ahnung, aber scheint was Gutes zu sein. Eine Runde ist noch. Kommt noch eine dritte? Gregor, Tours! Es ist das! Oh nein! Tours, Gregor! Komm, anfeuern! Gregor! So. Gut! Ab und die Leute, die Menschen lieben dich, Gregor! So, was soll machst du super. Lebensupgrade? Ja, Lebensupgrade. Ja, ne? Ja, nicht aufhören! Lass nicht und, aufhören! Und Kartätsche ist auch geil. Ja. Mehrfach geil. Geht immer gut. Ah, fuck, wir haben nicht genug dafür. Ja, dann egal. Dann, Naja, müssen wir es ohne. Hier kann er nicht mehr haben. Oh, ja, sehr gut, komm. Sehr gut. Ja. Komm. Ja. Yes. Ja! Leute, sehr schön. Los! Ich mach weiter. Nee, aufwechseln nach Boss. Ne? Boss aufwechseln? Ja. Beim Boss aufwechseln oder nur nach Tod? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da gibt's keine Regel. Ich kann sonst weitermachen. Unbeschriebenes Blatt beim Boss. Dann machen wir weiter. Bis okay, es war ja auch kein Tod. Es war ja eigentlich auch kein Tod. Ja, der Gegner ist gestorben. Ja, dann lass uns auch mal den Singleplayer-Level machen, damit ich würde da gerne die Energie upgraden. Ja, ich glaube, das dürfte dann dieser
Tisch. Also das 1:0 für Team Gregor. Ja, ja, warte mal, gib mir den Johnny nicht Geld. Zocken gegen die Kartoffel und das Gemüse. Ich weiß, es erinnert sich okay, noch. Okay, warte mal. Der drei Münzen? Ja, ja. Aber wo wir die arbeiten mussten, haben wir uns das einfach geholt. So, können wir schon Leben holen? Stimmt. Was meint ihr, machbarer Boss bei Berti oder ja, schwierig? Okay. Vergleichbar? Ein ja, geht klar. Ja, wir können da noch mal machen, um eine extra Waffe zu holen, aber ich würde es erstmal so probieren. Wir können schon mal eins, ja, genau. Ah, okay. Nein! Okay. Schon gerade durch die Upgrade sollte der ein bisschen leichter sein, um Druck aufzubauen auf Team Berti. Ich verstehe es. Sehr, sehr gute psychologische Kriegsführung an dieser Stelle vom Team Griffhelm Gregor. Jetzt der identische Kampf, das ist schön zu sehen. Aber ich glaube, es ist schon Phase 3 bei Gregor, bei Berti. Ich glaube, du kannst auch in der Luft dashen über die Kartoffeln. Ja, aber ich will nicht irgendwo landen. Mein Nein! Ach, schade, schade, schade. Das war knapp. Oh, Mann, ey. So, Mike. Ein Applaus für Mike, bitte. Mike! Ey, Krogi. Mike hat das Flunkyball-Turnier am Freitag wie ein Weltmeister organisiert. Wir kennen uns schon. Habt ihr gehört? Mike hat das Flunkyball-Turnier organisiert. Ein extra Applaus. Fantastisch. Also. Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann. Zu top. Karotte bei Gregor. Zwiebel bei Mike. Last. Hier geht's erst oben. Der Eintopf ist gleich fertig. Ah. Alles gut, du hast das. Ja, aber Gregor macht das souverän. Wie schlägt sich Mike? Auch souverän. Ja, Mike schlägt's gut. Du hast die Super voll. Super. Aber ich mach schon mal den Weg. Haben wir gleich durch. Aber ich glaube, wir haben gar keinen Super. Haben Super mehr? Nee, also so weiter bei der Möhre. Wir haben ja keinen Mausoleum. Okay. Applaus für Gregor! Nummer 2! Glückwunsch! Alles gut. So. Dann gehe ich trotzdem in den Level, weil so eine Special-Waffe... Damit steht es 2:0. War das nach sauber, was hier steht? Also ich bin auf Flaschenkind sonst. Oh, nehmen wir's aber. Ja, nimm mal ein Glas hier. Braucht ihr was oder seid ihr versorgt? Ach, so eine Fußmassage? Ja. Fußmassage. Wer gibt Gregor eine Fußmassage? Ich meine, für Berti, der kann es ja brauchen. Ey, glaub mir, meine Füße willst du nach dieser Messe nicht ab. Oh, wie dumm, ey. Nicht, dass ich das haben will. So, Berti, nicht stressen. Konzentration. Das sieht das ja doch alles auf. Das ist alles nur psychologische Kriegsführung. Oh. Ist es, ich weiß. Ganz entspannt, du schaffst das. Mach einfach dein Ding. Mach einfach dein Ding, ich lass dich in Ruhe. Dann klappt das auch. Oh nein, du dumme Sau. Genau. Danilo, das heißt, ihr levelt jetzt auch, oder was bedeutet das? Wir werden mal gucken, dass wir jetzt auch noch die Münzen kriegen fürs Level. Dann noch einen neuen Superschuss freischalten. Okay. Aber... Gregor ist schon so super. Zwei Bosse ohne zu sterben dazwischen. Wie würdest du deine Leistung jetzt beurteilen? Schon gut. Meine oder Gregor? Nee, deine. Ich habe gute Vorarbeit geleistet, ihm zu zeigen, wie der Boss nicht geht. Habt ihr gehört? Danilos Vorarbeit war Wahnsinn. Ah, shit. Okay. Applaus. Probier mal, ob du es noch machen kannst. Ansonsten soll ich die Krise damit aufhalten. Machen wir noch ein, zwei. Ich finde das schön, dass ihr da seid, wisst ihr? Ja. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Also wieder die verflixte Möhre. Geh mir auch nicht auf den Sack! Komm, wir machen das. Wir haben echt bei der Möhre verloren, oder was? Wir müssen die beide motivieren. Ja, wir müssen die motivieren, so ein bisschen. Vielleicht so ganz leise Applaus erst. So ganz leise. Ja, Mann, so ganz leise. Ach. Bisschen lauter. Oh, Mike. Das ist für euch. Mike, das ist für euch. Mike holt das Ding jetzt auch. Ganz einfach. Ein bisschen lauter, Mike holt das. Bisschen lauter für Mike. Da ist wieder aus. Lass. Okay. Aha. Dankeschön. Nein! Kacke! Oh, hey, stark. Mit drei Hits in die letzte Phase. Wieder die Möhre. Und jetzt baller los. Baller die Ultras raus. Ja, wir mit A. Mit A. Mit der rechten Taste, mit B. Ja, ja, hier unten sind die Fläche. Ja, ja, pass auf. Wie viel Zeit haben wir überhaupt? Ich glaube 50 Minuten hatte wirklich Krogi gesagt. Eieiei. Oder, Krogi? 50 Minuten waren es, ne? Ganz genau, ja. Am Ende wird es einen Timer geben, auch für die Leute zu Hause. Da laufen wir in den letzten 10 Minuten runter. Fuck it! Und ihr seht es 2:0 gerade für Team Gregor.
Nee, Team Berti braucht auch im Chat vielleicht ein bisschen Support. Wir holen jetzt auch den Ausgleich. Ausgleich, sag schon, den Anschlusstreffer, sagen wir so. Der Ausgleich kommt danach. Aber Gregor ist im Speedrun-Dale-Modus, da kann man nichts machen. So, hier ist was los. Alle die Fans von Gregor und Berti kommen gerade zu uns. Das ist klar. Oh nein! Oh, das ist doch Bullshit. Aber der wahre Freund. So, jetzt vier Leben ins Letzte, jetzt komm. Jetzt wird geballert. Zack, zack. Jetzt aber die Möhre, komm schon, Berti. Zack, zack, Mann. War, glaube ich, auch schon wieder am Ende. Ja, boah, sehr war gut. Knapp. Oh Gott, die Münze. Schon. Ey, das ist es. Das muss jeden Moment eigentlich das sein. Ich höre, das ist es. Ich hoffe, es ist es auch. Oh nein. Hoch, runter. So, das war's jetzt. Oh, komm schon. Komm, Berti. Das war's. Komm, Berti. Knockout. Raus. Knockout. Wo bleibt der denn? Die haben auf einfach gestellt. Berti, das ist ein Upgrade. Was ist da los? Hä? Antworte haben, nicht! Die haben auf einfach. Mach's gestellt. Einfach! Antworte nicht auf meinen Scheiß! Knockout! Ja, erster Punkt! Let's go! Erster Punkt! Willst du weitermachen? Ja, gerne. Team Berti, meine Damen und Herren! Oder ich weiß, haben die drüben abwechselnd, wenn das so ist? Ich bin ein bisschen erleichtert. Oh nein! Gott verdammt nochmal! Ich bin nochmal erleichtert! So kann man jetzt Gregor ist doch ein Mensch! Boost, der. Lief aber gut, Gregor, Respekt! Ah, okay. Dann, wirklich, weiter. Großen Respekt! Die abschießen wirklich, ne? Ja. Weil die nerven echt. Ja, ja, ja. Ist hier ein Boss? Ja, ne? Ja, hier unten. Der rollt. Stampfer. Nee, der rollt. Okay. Oh, das sind die Frösche, ne? Schön immer dumm. Okay, beide wieder beim identischen Bossfight. Die kämpfenden Kröten. Die boxenden kleinen Superfrösche. Boah, Alter. Die Battletoads. Kurze Frage. Wie schwer ist der Boss? Machbar oder ist er schon schwerer? Der ist schon schwerer? Ja? Deutlich schwerer? Uff. Okay. Okay. Ich hol mal gute wieder Fans. Ein bisschen ein Feedback ab vom Publikum. Aber sehr gut, Publikum. Mach auch das Special mit B. Genau, hau die alle raus. Rüber drauf. Nein, tauchen, 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 tauchen. Ja, ich hab die Taste verdrückt. Alter. Du hast zwei Specials, ne? Fuck! Ja. Fuck! Vorsichtig, vorsichtig, aber sehr nicht gut. Das Special benutzen, wenn du Energie verlierst. Hoch! Ja. Und das riskierst. Danilo ist sehr routiniert hier, ne? Kann das sein? Du weißt schon, was Pass auf, pass auf! Ja, ich versuche mein Bestes. So, hau raus, Special. Special. Special nochmal. Kannst du auch nutzen. Darf's gibt doch eine super Special. Pass auf, der springt gleich in den. Nee, springt gleich in. Genau. Nein, zu früh! Oh, schade, schade, schade. Aber so alles. Münzen ausweichen, hätte ich vergessen. Münzen ausweichen. Ja, jetzt kommen die Münzen. Nein, schade. In die Münze aus. Schade, beim nächsten Mal. Sehr gut. Also, Gregor zockt wieder beim Team Gregor. Und hier ist es der Berti. Der gerade auch lustig den Münzen ausweichen möchte. Oh, das ist immer so random. Sehr gut. Ach, ey, der Tiger ist der Schlimmste, den man fies. Da bekommen kann, ey. Mann. Sieht fies aus. Sieht sehr fies aus, muss ich sagen. Kriegen wir hin. Sitzen die auch am Frosch? Ja, ja. Ja. Genau gleich. Eben auch Mützen. Ja. Macht euch keinen Kopf. Die haben den Blob noch vorher gemacht. Ja, das ist Mike Boss. Siehst du, guck mal hier, wie elegant der schon ausweicht. Easy. So, jetzt die kleinen Penner fertig machen. Was ist das überhaupt? Sind das Fliegen? Das sind so Fliegen. Ja, komm. Du scheinst so, als würde bei diesem Boss. Ja, stark. Euer Skill ziemlich gleich aufliegen. Ja, go. Geh ham, genau so. Jetzt gegensteuern, genau. Ja. Hier zockt Mike übrigens. Ja, das ist Mikes Level. Können wir mal Applaus dafür kriegen? Ja! Für Mike! Vier Leben noch. Oh. Mike schafft es. Komm, Mike. So, jetzt kannst du wieder Ultra super, geben. Gregor, machst du. Ja, und jetzt. Ja, genau. Sehr gut. Und jetzt jumpen. Ja, ja! Nice, super. Stark. Stark! Das machen wir jetzt. Applaus. So, jetzt müssen wir ein bisschen Glück haben. Bei den Bobs musst du immer ein bisschen Glück haben, dass die Maschine was Geiles gibt. Okay. So, dran jumpen. Ja, ich. Ah, komm schon. Nochmal, du musst nochmal. Ja, genau. Jetzt. Sehr gut. Mann, ey.
Oh, jetzt kommt wieder der Tiger. Konzentriere ich aufs Ausweichen. Einfach dann die nächste Phase nehmen. Das kann nicht mal so viel sein, ey. Das ist ey. Ja! Mann, ey! Ich bin nur für die Motivation. Garnet, ist er geschafft, oder was? Oh, Leute! Ja. Applaus für Gregor, come on! Hey! Bernie, habt ihr zugeguckt? Habt ihr gesehen, wie es geht? Ja, ja. Ich sag Greg, ihr sagt Gott. Greg! Aha. Stark. Ja. Schön, oder? Was ich für dich mache? Das ist schön, das freut mich. Ja, weiß ich, dass du was geil findest. Ich glaube, oben gab's auch noch einen Boss. 3-2-1, ja. Leute. Mal was sagt der Münzenmann? Nee, der gibt nicht nochmal. Aber wir können mal. Oh, wieso macht er das hier jetzt nochmal? Okay, andere Seite, ne? Wir müssen doch nochmal zurück. Sehr gut. Oder kommen wir da unten? Zählt das als Boss eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Du, ich hab keine Ahnung, was doch, aber doch, das ist. Das ist ein Boss. Versuch. Das Mausoleum, weil da gibt's ja auch einen Knockout. Natürlich. Ich bleib bei euch, ich bleib beim Team Berti. Denn ich bin immer für die Underdogs, ihr wisst das. Sehr gut. Ey, wenn wir die schaffen, ist easy, weil der Blob ist ultra einfach. Sagen sie und haben die noch nicht gemacht. Ja, weil wir einfach den Level noch nicht gemacht haben. Nicht, weil wir Angst davor haben. Berti, konzentrier dich, alles gut. Lass dich nicht ablenken. Du machst das. Frosch, das war ein Frosch. Bleib schön fokussiert. Ey, es ist doch zum Kotzen. Es ist doch echt zum Kotzen. Okay, ja, ist doch. Immerhin. Zählt das? Ja, zählt. Wir kriegen irgendwas. Also, Mausoleum-Boss zählt. Ja, können wir machen. Berti, Mausoleum zählt auch, ja? Ja, anscheinend. Hast du Bescheid weiß? Mausoleum ist easy. Hast du mich gehört? Ja, ja, okay. Ja, alles klar. Easy. Boah, wieder an den Rand, jetzt wieder an den Rand. Die ja. Neue Super. Ja, kam jetzt nicht so viel Spannung mal rüber bei dem Boss, muss ich sagen. Aber müssen wir akzeptieren, dass es so ein Loser-Punkt ist. Das ist auch okay. So, hier könnten wir zu. So, und jetzt DLC, ballert die Ultra. Aber ballert die Ultra. Schwieriger. Glaube ich auch. Ja, ist das schon der erste Shoot in Ablevel da oben? Den hatten wir noch. Das heißt, Regie steht 4-1, ja? Ich glaube, ja. Das ist bisher Shoot 'em Up jetzt sein, glaube ich. Ja. Ey, Leute, das ist einfach Mikes Level. Der fühlt das. Okay. Das müssen wir eh erstmal. Ja, Mike hat einen super Start und dann hat er, glaube ich, ein bisschen Pech gehabt. Aber irgendwann wird er auch mal Glück haben. Dementsprechend glaube ich. Okay, es kann jetzt ja, mit 4 Leben rein. Jetzt wollen wir ein bisschen Glück. Achso, weiter. So, ganz easy in Münzen ausweichen. Ganz. Das könnte es Mike auf jeden Fall von Herzen. So, und jetzt der Double Jump. Ach komm, ey. Und ich möchte mal sagen, für die Leute zu Hause, ja, die Frösche, du musst einfach wenn man hier auf der Bühne sitzt, einfach nur jumpen und springen. Das ist was anderes, was ganz anderes. Dementsprechend schön chillig sein. Schön entspannt sein. Mike, du musst noch ballern, ja. Weil der kriegt keinen Schaden sonst. Ja, ja, der ist dreckig, ich weiß. Und jetzt, komm, noch mal Frosch, das ist das Goldglück. Ja, Mann, jetzt hast du es doch. Oh, dumme Sau. Ja, ich muss mal Mike gucken, Gregor. Tut mir leid. Mach das Mike mal. Ja, du hast noch 3 Leben. Easy. Sehr präzise Sprünge, das gefällt mir. Okay. Gregor ist nicht so super. Ja. Ja, da musst du nur aufs Feuer. Ah, sogar noch ausweichen. Jetzt hoch. Ah, scheiße. Hoch, runter. Nein, fuck. Ey. Oh, es war so. Oh nein! Das war so knapp, ey. So knapp, easy, Mike. Das war wirklich ein bisschen, oder? Das war so winzig. Ein ganz kleines bisschen. Ich freue mich auf den Applaus, wenn die weiter sind. Sage ich euch ganz ehrlich. Oh, okay. Ein paar mehr. Da ist noch einiges, ja. Ja. Denk dran, 4 Y zum kleiner werden, dann bist du auch schneller. Gregor, würdest du sagen, der Boss ist schon etwas aufwendiger und liegt euch nicht so, oder? Liegt es relativ, das ist eben die andere Art von Gameplay, die abgefragt wird mit dem Shoot'em Up. Okay. Solche Spiele, das Treffen ist zwar auch mit dabei, aber das Ausweichen ist wirklich das Primäre. Okay, ja, verstehe. Du musst dich primär aufs Ausweichen konzentrieren. Du hast auch 3 Specials, 4 Specials jetzt schon. Ja. Zimmer die ruhig auf. Das ist immer wie die Heiltränke, die hebt man sich immer dann so lange auf, bis man sie eigentlich gar nicht mehr braucht. Okay.
Aber ja, da müssen die anderen ja auch durch. Oh. Ja, selbstverständlich. Sonst werden keine weiteren Bosse freigeschaltet. Aber ihr habt einen Wahnsinnsvorsprung gerade. Dementsprechend, ihr könnt auf jeden Fall mal ganz relaxed aufspielen. Nein, oh, warum komm, der Tiger, ey? Oh, aber du bist schon mehr zu einer Stufe weiter als ich. Das ist ja, ich glaube, es ist immer genau drumherum unterschiedlich, welche so, Musik. Aber ich glaube, okay, der ganz super hier wird's auch wieder spannend. Die Gelegenheit hast. Ja. Nein, wieso? Okay, pass auf, andersrum jetzt. Also jetzt Berti am Pech. Ey, Alter, das ist doch so ein Pech. Der ganz super Special? Ja. Mann, ey. Du machst es sehr, sehr gut. Und Berti gut. Mag es nicht, wenn die Bälle da raushüpfen. Das mag er nicht. Das mag anscheinend niemand. Sie sind immer noch so bei Scheiße. Ja, die mögen diese Bälle so, aus aufpassen. Den Platten. Jetzt kommt das Finale. Okay. Finale hier auf dieser Seite. Du hast drei super Specials. Pass auf, erstmal ausweichen. Hau sie rein, hau sie rein, hau sie rein. Was Dummes. Pass auf, pass auf. Ja, oh Gott. Nein. Ja, nein! Ah, schade, schade, ja, ich hab auch gerade gedacht. Aber sehr weit gekommen, auch wieder, glaube ich, minimal. Super gemacht, aber super gemacht bis dahin. Millimeter. Komm, Mike. Ich mach mal einen neuen Versuch. Ja? Boss. Weil ich habe gleich Energie verloren. Ah, okay. Okay, der kommt wieder oben zurück. Und rüber. Wieder der Stirn. Ja, geh ham, geh ham. Mike geht ham. So. Weiß nicht, gab's eigentlich danach nochmal ein Spiel, das so ähnlich war mit Cuphead? Der Deal. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja, dass es hier ein schöner Nachmittag wird, oder? Oh nein! Ja, glaube ich auch. Sau. Ey, der Fairness halber, ne, Gregor, ich muss echt zugeben, Respekt, dass ihr die Frösche so schnell weggehauen habt. Skill. Naja, ich meine, man darf nicht vergessen, es ist der fünfte Tag Gamescom, ja? Und da haben wir miesen Schweine uns überlegt, spiel doch mal ein Box. Was ist das? Spiel. Was ist das? Ey, Leute, nein, ey. Immer das Scheiß-Segment. Das ist doch jetzt... Die wieder, okay. Die sind ja machbar. Wollte gerade sagen, da kannst du draufhalten. Okay. Und diese Scheiße kommt und Mike schafft's flawless. Können wir Applaus dafür haben, Leute? So, schon. Der wird jetzt... Oh, und nochmal, ist egal, Mike, du bist jetzt drin. So, komm, hol's dir. Super. Komm schon. Stark. Das machen wir. Das machen wir. Du machst das sowas von. Komm, Tiger, los. Da musst du jetzt nur konzentrieren auf die... Komm, runter, runter. Runter, okay, hoch. Gehen nicht kaputt. Runter. Nein, fuck. Runter, hoch, hoch, runter, runter. Ja, wir müssen noch einmal schaffen. Nein! Oh, fuck, das Ding hat auch schon gerade gezappelt. Das gibt's doch nicht. Ja. Mann, ich hab das vorher verloren schon. Zu viel Energie verloren. Ja. Will noch jemand was trinken hier? Hat noch jemand Durst? Ja, ich hol mal zu trinken. Ich hol mal zu trinken. Ach, geh doch weg. Macht ihr beiden schon New Game Plus und seid wieder bei den Fröschen? Ja, genau. Sehr gut. Ja, komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut gemacht. Ein super Spiel. Ja, alles raus. Lieber nicht zu nah dran, genau, weil dann die Ha-Ha-Ha's einen sehr leicht erwischen können. Ich verdrück mich aber gerade die ganze Zeit. Ich will immer kleiner werden und aus Versehen die Specials. Mhm. Und nichts. Tau, bleib unten, bisschen zurück. Dann haben wir die Zwillinge. Ja. So, oh, what the fuck? Zählt, alles gut. Zwei super Specials hast du. Was denn, ey? Auf. Ah! Wie fies. Ey, es ist echt so zum Kotzen, Leute. So, aber jetzt sind wir auch hier drin. Sehr gut. So. So. Zwei super Specials, baller die raus. Ja, Berti, ein Applaus. Super. So. Das machst du jetzt. Okay. Ich fühl's. Und ballern. Zwei Hitpoints hast du auch noch. Ja, ja. Ja. Achte auf die Ufos. Die Ufos sind das Heftigste. Mara, bitte, verzeih mal ein paar Getränke hier. Komm, hau mal was raus für die Leute.
Dann klappt das ja auch bei Berti. Komm, wir machen so, noch ein bisschen. So. Zieh sie durch. Berthus, zwei Super Specials. Baller durch. Zwei hast du noch. Last, mehr. Last. Du hast noch mehr. Jetzt. Okay, aufpassen. Ja. Ein Hitpoint noch. Wundervoll. Okay, erstmal ausweichen nach vorne. Oh, jetzt. Yes. Yes. Super. Was ist los? Sehr gut. So, wir machen jetzt weiter. Wir holen einen. Sehr gut. So, wir haben hier auch einen Knockout. Ja. Leute, meine Ehre, ein Riesenapplaus für Team Berti. Komm auf. Was ist hier los? Hey. Unglaublich. Endlich. Der weiter drücken. Achtung, damit steht es 5:2. Zum Blob. 5:2. Jetzt zum Blob. So, jetzt holen wir schnell noch einen Sieg, denn das brauchen wir jetzt für die Psyche. Ja. Und wenn wir die Frösche gemacht haben, was ist denn der Blob? Aber egal. Also, nicht zum Level. Direkt weiter. Ja, ja. 4:2, okay, 4:2. Ich hab mich vertan, Entschuldigung. Okay, oh, ist das. Oh Gott. Oh, Scheiße. Aber dennoch viel. Oh, ich erinnere mich. Oh Gott. Oh nein. Oh no. So, das kann ich nicht mehr. Okay, was ist da los? Die Scheiße ist da los. Die Scheiße ist da los. Immer Lust machen, wenn er. Na gut, na gut. Also zählt das Mausoleum doch nicht, oder wie, Leute? Also Chat. Nee, der Chat, wir haben ja doch mittlerweile entschieden, das gilt für die beiden auch, die müssen es auch machen. Also ich wollte eigentlich habe ich entschieden tatsächlich, dass wenn sie das Mausoleum machen, dass das für beide ein Punkt ist. Ja? Nein, was mache ich denn hier? Seid ihr damit einverstanden? Ja, gut, was sagt der digitale Chat? Das muss ich wissen. Nee. Chat antwortet, ich seh's doch. Nee, Chat sagt no, Gregor, tut mir leid. Boah. Nee, ist mir scheißegal. Wir haben hier schon auf Ja gesagt. Was ist denn da? Kümmere mich mal. Kam aus dem Licht. Ey, es kommt halt ein Knockout, aber es ist kein Boss, das muss man schon sagen. Ja, aber. Ja, aber du hast vorhin gesagt, es ist easy. Ich kann es behandeln, ne? Aber sonst auch nicht. Nein, das ist egal. Ist egal, wollen wir nicht rumdiskutieren? Naja. Es sei denn, es steht Gleichstand. Dann will ich hier eine schöne Schlägerei sehen zwischen euch beiden. Ah, wann ist unten, wann ist oben? Ja, ich guck mal drauf, mal sehen, was ich sehe. Luft unten, ja. Okay. Stark, Mike. Oh, das könnte jetzt ein bisschen fies werden. Ja, hey. Top. Komm schon. Runter? Das ist oben. Ja. Also Gregor ist am Pad, beim Team Gregor. Nee, ich dachte, falls ihr euch das fragt, aber ihr seht es, glaube ich, auch. Und die ravende Blume ist nicht so beliebt. Das ist immer so ein kleiner Punkt, wo der immer vorbeispringt. Bei welchem Boss seid ihr gerade? Bei dem am Anfang, okay. Blob. Gregors Anfangsboss. Der lustige Tropfen, jetzt wieder am Pad, der gute Berti. Aber Gregor, ich sag mal so, sollten wir bei dem Boss leiden, wenn die's auch? Ja, das werden sie. Nee, ich glaube halt nicht. Ah, oh, okay. Aber? Uff. Sau schwer. Aber wir kriegen's hin. Ah, diese Randomness immer. Jetzt kriegst du Kotzen. Also wenn du... Und was? Was soll ich denn da machen? Alles Dinger gut. Schießen, wenn's und stehen bleiben, genau. Pass auf, oben. Sehr gut. Ja. Ducken. Und durch. Ducken sehr musst gut. Sehr gut gemacht. Nein. Nein. Mark, danke für den Tipp. Sauber. Nein. Sehr gut. Sehr gut. Aber ey, danke. So brauche ich euch. So brauche ich euch. Einfach reinrufen. Ja, wenn was ist, immer reinrufen. Ja, wichtig. Gut. Oh, sehr gut. Ach. Heute ist das Ding da oben weg. Hier ist zum ersten Mal, dass ihr ein bisschen mehr stolpert hier auf dieser Seite. Mhm. Ja. Die einfachen Bosse sind jetzt durch. Gut. Jetzt wird es noch schlimmer. Ach komm, ey. Oh, ey. Das ist auch einfach Pech. So, jetzt schön hoch. Ja, ja. Oh, ah, schade. Zeit spielt aber für uns. Ja. Oh. Easy, Mike, easy. Man schafft die meisten Bosse, wenn man genau nur noch ein HP übrig hat. Das ist die goldene Regel. Mike ist am Pad. Mike hat Bock. Ja, guck mal, das Ding da oben wegzukriegen. Ey, Mike hat ja viel Bock. Direkt. Mike hat eine genauso Qual Bock weniger wie beim Flunkyball-Turnier am Freitag. Fuck. Ja, Mann. Am Ball bleiben, Mann. Am Ball bleiben. Easy, Mike. Wir haben das runter gleich. Ah! War ich zu spät. Gar nicht auf Mr. Burns geguckt. Mike, wollt ihr einen Applaus haben? Hilft euch das? Ja, bitte. Ja. Ey, Leute, Mike will einen Applaus haben. Hat er verdient.
Berti macht das so gut, Leute. Mike. Ja, schön, aber Berti spielt, ihr müsst Berti rufen, Leute. Berti! Aber es zockt gerade Berti. Berti spielt. Berti. Da weg, du musst da weg. Oh, ja. Sehr schön. Ich glaube, jetzt kannst du. Weg nach hinten. Ah, ja. Wahre Form ist wieder weg. Oh Gott, ja, das ist ein Ding, ey. Das Schöne ist, man kann dem Spiel so schön folgen. Das Zugucken ist das richtige Erholsam. Das ist nicht dein Ernst, ey. Oder? Wir sind richtig entspannt hier, oder? Ja, herrlich. Ich liebe das. Schön am Sonntag. Kappe zuschauen. Was gibt's Schöneres? Ja, komm. Wer von euch ist in einer Badewanne zu Hause? Letzte Phase. Was glaubt ihr, wie viele sind gerade in der Badewanne? Mindestens 5. Wieso bin ich so dumm? Wieso bin ich auch so dumm? Ey, Krogi, wieso bin ich eigentlich so dumm? Du bist nicht dumm. Du bist wunderschön. Nee. Ja. Aber Decker den Special. Lass doch mal den Gorilla raus. Leute, ich will jetzt Unterstützung für Mike. Der kommt Haut mal raus jetzt. Super gut. Nein, ey, das darf doch nicht wahr sein. Denk an den Dash, ne? Ah, schade. Das ist nicht meine Hauptrolle. Ah, dieser Blob, ey. Du musst einmal flutschen. Es ist auch einfach dumm, dass wir nicht eine zweite Waffe geholt haben. Ja. Muss ich einfach im Nachhinein echt offen zugeben. Okay, ja. Alter, fährt Mann! Okay, ich sag dir, wovon du kommst. Was hat geholfen? Ducken wahrscheinlich wieder, ne? Pass auf. Wir wissen es immer besser. Super gut. Die nicht zocken, wissen es immer besser. Ist so. Du hast drei. Falscher Moment. Aber wir kommen häufiger in die letzte Phase. Das wär, glaube ich, ein echt guter Vorteil, wenn wir den hier schaffen. Ja. Boah, es war wieder so knapp, ey. Pogi, was? Chat hat gesagt, jetzt ihr habt bessere Chancen, wenn ihr euch mehr anstrengt. Sehr schön. Pogi, ballern. Was sagt der Timer? Was sagt der Timer? Ich guck mal auf meinen Timer. Es kann nicht mehr so unglaublich lange dauern. Unter 15 Minuten auf jeden Fall, würde ich sagen. Wobei, ja, 16, 17 vielleicht. 16. Ja, die Regie regelt. Ich verlasse mich auf meine Kollegin in der Regie. Ein Applaus für die Regie, bitte. Komm, ey. Ja, danke schön. Mann, es ist doch so ein Arsch. Es ist wirklich einfach ein Arschloch. Ey, mal wirklich einfach eine offene Frage an Team. Habt ihr eigentlich mittlerweile eine Zweitwaffe? Habt ihr eine Zweitwaffe? Nee, wir benutzen immer noch die erste. Ja, es ist. Aber ihr würdet ja auch im Nachhinein zugeben, dass es ein bisschen dumm war. Naja, jetzt sind wir auf dem Pfad gegangen, jetzt gehen wir den zu Ende. Ja, wir sind halt auch da. Genau das haben wir uns auch gedacht. Hey, ich bin auch dabei, super. Ja, jetzt noch mal eine zweite Waffe trainieren. Ja. Naja, und jetzt und erstmal genug Geld verdienen, um sich alles zu kaufen. Die spielsuchenden Dinger werden jetzt schon Gold wert bei diesem Schleim. Komm, ey. Pass auf. Wobei, viele haben gesagt, Leute, wir sehen nur zwei Bosse, ja? Das haben sie ja schon ganz gut hingekriegt, oder? Oh, Scheiße. Applaus für ihn hier vorne. Nostradamus. Pass auf. Nostradamus. Komm, ey. Es ist so unfair. Wie war das nochmal? Der Blob ist ja der leichte. Ja, ey, sag ich ja, Gregor. Mit der Zweitwaffe, ja, weil ich hab den immer mit dem Zielsuchenden gespielt. So einer bist du. Also nicht mal Ziel. Ne? Ja gut, dafür muss man den auch länger dann treffen. Berti, ne? Konzentration jetzt. Ja, nicht mehr reden. Ich kann. Fokus, Tunnel, Berti. Super gut. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Drei super Specials. Ich bin eine spannende Sendung haben. Ich verstehe es nicht, was der hätte machen sollen. Alles für die Klicks, wisst ihr? Da brauchen wir Spannung. So, spreng rüber. Pass auf. Sehr schön. Und direkt runter durch. Ja, stimmt, das war schlau. Nein. Ja, aber du machst es sehr gut. Besser als ich auf jeden Fall. Runter. Sehr gut. Jawohl. Und jetzt einfach ballern. Hoch. Jawohl. Genau, sehr schön. Alter, warum bounced der manchmal von der Wand und manchmal nicht? Es ist ein Mysterium. Kennst du das damals? Da gab es auch diese DVD-Bildschirme, ne? Wo du dann immer genau die Ecke treffen musst. Colin Gerdin! Colin! So, nur ganz kurz. Ich habe nur die erste Welt gespielt.
wenn der diesen Faustschlag macht, dranbleiben und einfach nur ducken und weiterballern. Okay. Ah, ja. Nicht weglaufen. Ran an den Feind. So, jetzt pass auf. Ein Applaus für Colin Gehmel, meine Damen und Herren. Jetzt kommt der Meister. Jetzt ducken, ducken, ducken. Nein! Nicht dashen. Ich hab doch gesagt, ducken. Ja. Ducken. Gleich. Auch wenn der groß ist. Ducken, ducken, ducken. Hey, egal. Genau. Ja. Mann, was soll das? Jetzt gleich ducken, ne? Wenn er die rausholt, die Keule. Ja, schön stehen und ducken, ducken. So, so. Spielt das Colin jetzt für dich, oder was ist los? So, ja, genau, hast du gesehen? Ja, Mann, Mann, Mann! Mann. So. Ey, ich glaube, jetzt mach was draus hier. Ja, ja. Ich hätte anzusehen. Kogi, ich gebe dir okay, rein. Chef. Vielen Dank für später. Colin Gehmel! Colin Gehmel, meine Damen und Herren! Danke dir. Mann, 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 da kommt der Chef persönlich raus, um Mike zu supporten. Und er kann auch nicht weggehen, er findet das zu geil. Mann, Mann, Mann. Ist auf oben. Ja, aber was sagt der Chef zu Hause dazu? Ist doch geil, ist doch geil. Mann, ich verstehe. Du hast gut gespielt, aber Chef ist ja nicht zu dir. Das ist ja auch egal. Wir wollen ja mit den Verlierern dann auch mithalten. Ach, sehr gut. Die haben ja sonst nichts. Ja, ihr seid gut am Performen. Ihr habt hier gar keinen Stress. Gar keinen Stress. Nein, alles easy. Also ich spüre die schon im Nacken. So, also ich glaube, könnte gegen Ende vielleicht doch noch mal spannender werden. Ducken! Ja. Weil wenn die den machen, ja, dann geht auch nur einer. Das ist sehr höflich. Ja, warte mal ab. Warte mal ab. Also wir werden auf jeden Fall demnächst den 10-minütigen Countdown sehen. Das kann nicht sein! Und ihr hört auch gerade Berti von der Seite, der sehr glücklich ist, dass ihr alle da seid. Ja. Ah, verdammt, ey! Ja, das Ding. Ein Applaus für euch, nicht für uns, für euch! Oh, das ist doch alles für die Katz hier. Jesus Maria, ey. Ich brauche Urlaub nach der Nummer hier. Ja, der wunderbare Michael Reinke, glaube ich, spricht mir gerade aufs Ohr und hat gefragt, welcher Timer. Ich meine natürlich den 10-Minuten-Timer. So. Ja, die letzten 10 Minuten. Mann, warum spielen. Kann ich denn nicht? Irgendwann eingeblendet. Natürlich. Aber erst, wenn ihr soweit seid. Easy, Mann. Entspannt euch. Ja, du bist jetzt im Tunnel. Du hast es. Ach so. Ich hab's missverstanden, Leute. Ich bin dumm. Einmal Buh für oh, mich. Oh nein. Buh. Pass auf. So ist gut. Ah, diese. Und jetzt beginnen die letzten 4 Minuten. Yay. Yeah. Da seht ihr den Timer. Stark. Ach komm. Nee, fuck. Kein Stress, Mike. Kein Stress. Du bist im Tunnel. Wir haben auch den Shooting-Level noch nicht. Also, ja. Aber ich hoffe, wenn wir den schaffen, sind wir eigentlich safe durch. Ah, schade. Oh. Pass auf, oben. Ja. Ich meine, den erledigen ist auf jeden Fall wichtig. Geh weg, geh. Ey, ich verstehe es nicht. Berti, da muss ich nur lachen. Da kann ich nur lachen, Berti. Ja, ich kann auch nur noch lachen. So viel Kleinscheiß auf diesem Level. Es sind noch 10 Minuten. Unten. Wie lange dauert? So. Wie lange dauert denn so ein Speedrun, Colin? Colin, sag ich schon. Gregor. Ach so, ein Stündchen? Stündchen. Okay. Sehr gut. Stündchen. Wir haben 50 Minuten, da ist ja noch alles drin in 10 Minuten. Das kriegen wir noch alles hin. Klar. Ganz ruhig. Ah, okay. Das wäre so. Aber Mike, ihr seid doch schon eigentlich in meiner Endphase, oder? Ja, wir sind immer in der Endphase. Jetzt gleich kommt die dritte Phase, dann kommt der Stein. Aber ich weiß auch nicht, was los ist. Der ist echt eigentlich kein Problem. Der ist eigentlich machbar. Der gute alte Stein. Sehr gut. Der gute alte Stein. Was soll denn das? Wieso treffe ich nicht? Ganz gut. Das ist doch... Oh, Stuhl. Mike, aber es ist Berti gerade tatsächlich. Es ist... Du schaffst das. Komm, Berti. Komm schon. Ist nicht mehr viel. Ich trau mich gerade nicht reinzugrätschen. Ich lasse es zu. Ja, versteht ihr? Ich lasse es einfach zu. Ja, let's go! Wie viel steht's? Der wie viel steht's? Wie viel steht's? Ich glaube, zeig's. Regie, zeig es. Zeig es. Wir haben einen mehr als hier. Einen habt ihr. Ich muss es selber sehen. Sind die uns nur die Blume voraus? Vier, drei. Ab zur Blume, let's go! Okay, ab zur Blume, let's go!
Wo ist die Blume? Das ist die Randale, die ich hier erwarte, die ich jeden Tag vermisst habe. Endlich. Aber sie haben den Shooting-Level nicht, ne? Ja. Aber warte mal, warte mal. Krogi, zählt das Mausoleum? Weißt du, was ist jetzt die Regel? Mausoleum zählt nicht. Es fehlt euch auch noch das Shoot-Map-Level. Nein, das das Shoot-Map-Level haben wir erst gemacht. Ich wurde von allen überstimmt, nicht Gregor. Haben sie das erst gemacht? Ich wurde von allen überstimmt. Nee, das haben sie noch nicht gemacht. Okay. Haben sie noch nicht gemacht. Nee. Ja gut, selbst wenn das Mausoleum abzieht und Regeln künstlich erfindet. Also schickert vier Tage. Nee, das ist der Fischlevel, ne? Sollte das Mausoleum ziehen, haben sie natürlich einen weiteren Punkt. Ich bin total verwirrt. Aber das ey, Freunde! Leute, wo müssen wir hin? Stehen, wo ist die Scheiße? Was ist da oben? Papier machen aber so. Keine Ahnung. Wie soll ich denn da hoch? Die guck mal. Warte mal. Hä? Ja, wie kommt ihr da hin? Ah, warte. Ah, es gibt einen Geheimgang. Ja. Doch. Rein in sie! Ich erinnere mich. Stimmt. So, Mike. Ja, komm. Let's go, die Blume! Habt ihr gesehen? Geheimgang-Skills. Nee, warte mal. Aber habt ihr ja schon das Fliegerlevel gemacht? Nein. Ja, dann haben wir doch noch einen mehr als ihr. Ja, okay, alles gut. 4-3 für euch. Okay, ich dachte... 4-3 für euch ohne das Mausoleums-Level. Ach, komm, ey. Deswegen hatte ich eben die 5 gesagt. Das stimmt aber nicht. Okay. Ja? Alles gut, 6 Minuten 20 noch. Ja, jetzt Gregor. Die letzte Minute möchte ich nur durchgängig schreiten, ohne nur zu atmen. Ja? Alles klar, perfekt. Sie alle so langsam einschlafen vor der Bühne. So. Ja, boah, die Blume ist auch richtig fies, ey. Die Blume ist Hammer. Ah, Gott. Alter, hier vermisse ich jetzt eine Zweitwaffe. Ja. Die wäre so Gold wert! Oh nein. Gut. Zwei haben wir noch, das Fliegeding ist weg. Also, Gregor ist am Pad und er ist super konzentriert. Eine hast du noch, eine Super? Ey, ich flieg genau da rein. Nicht schlecht. Ich flieg genau da rein. Yes! Applaus! Jawohl! Fuck the shit! Nein! Respekt! Applaus! Ey, ich muss einfach sagen, also, ihr habt's am Feuer. Ich sag Grill! Ihr sagt Gott! Grill! Aha! Was ist schlimmer, wenn ich das sage? Ey, scheiße. Ist so, Gregor. Ey, du hast den Status weg. Nee, Gregor, ey, GG. Also, an euch, ihr habt das sehr stark gemacht. Also, muss ich sagen. Ja gut, es geht ja noch weiter. 5-3. Wir haben noch 4 Minuten 45. Ich glaube, es ist nicht mal möglich, in 4 Minuten diese zwei Bosses zu schaffen. Ich möchte, dass du nicht so redest, Berti. Ich möchte, dass du nochmal alles auspackst. Ich gebe ja alles, weil ihr ja auch alles gebt. Sauber. Ja! So ist es. Vier Minuten 20, Leute, ihr wisst, was das heißt. So nämlich. Zumindest sehen wollen wir noch einen Boss, der ist auch schon. Nein! Ja, jetzt fängt es schon an. Oh, was geht denn hier? Okay, das war jetzt einfach dumm. Holy shit! Zum Glück haben wir schon gut vorgearbeitet. Also du kannst natürlich auch einen anderen Boss probieren gleich. Stimmungsbild aus dem Publikum. Schau mal, wie wir das machen. Die Süßwarenfabrik ist fies, oder? Ja, okay, alle sind sich einig. Ich dachte, jemand ist super easy. Stille. Und Stille. Oh. Na gut. Nein, wieso habe ich das nicht gesehen? Ja, ich guck mal noch einen anderen. Puh. Finden wir was leichter ist. Oh, Alter. Komm, Mike. Also, was sagt die Pyramide? Fast so easy wie bei Mario Maker. Ja, okay, das ist wahrscheinlich sinniger, ne? Ich glaube... Ja. Ach, komm, ey. Dann ganz kleiner. Oh, ey, ne? Ja, ach, alles ja. Falsch, was da denn los bei euch? Wir auf jeden Fall brauchen. Merk's. Ey, die Blume ist so abgefuckt. Die ist so räumt. Die ist richtig abgefuckt. Aber wir haben auch sehr lange bei der Blume gebraucht, einfach weil das so viele Sachen zu beachten gibt. Glaube ich. Ja, das ist total anstrengend. Unten. Den kann auch was da abgebaut? Nee, oder was war das? Ich muss das Gesicht zeigen. Ach, das Gesicht, sorry, ich hab dich dann. Ich dachte, es war das Grüne. Boah, nein, was? Ah, boah, ich hab schade. Ey, mein Hirn ist auch einfach durch. Spätestens jetzt merke ich's. Oh, Jesus. Aber ehrlich gesagt,
wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, was an dem Spiel ist denn nicht fies, oder? Also... Die Optik ist ganz geil. Ist Hammer, ja, auf jeden Fall. Aber das andere ist schon okay. Für uns hier sehr entspannt, für euch pain in the ass. Alter, ey, es ist doch... Oh, letzte Phase ja, von komm der. Schon. Letzte Phase. Aber ich habe nur noch ein Leben. Ah, Jesus Maria! Letzten zwei Minuten für euch. Komm, den Boss machen wir noch. Dann haben wir eine Entscheidung. Jetzt noch nicht. Keiner weiß, wie es ausgehen wird. Ey, aber... Bei diesem dramatischen Match. Krogi, ich hab schon mal eine Zwischenfrage. Ja. Ans Publikum hier. Fandet ihr's geil? Ihr seid geil! So. Meine Stimme nicht mehr, aber ist mir auch egal. Keine Prognosen. Es kann alles passieren. Wir haben auch noch eine dritte Halbzeit und so. Geht alles ab. Nein, ich möchte einfach, dass ihr gleich die letzte Minute alles rauslasst, was geht. Ja. Ach, einfach nur aus Respekt an Mike. Ey, einfach die Phase durch. An Danilo. Super. Ja. An Gregor. An Berti. An euch selbst. Und ich würde sagen, schafft mir eine Minute, wollen wir 30 Sekunden machen. Minute ist hart, ne? Okay. Machen wir 30 Sekunden. Machen wir, ich habe gerade auch gedacht, das klappt niemals. Wir chillen noch kurz, ja? Aber wir sparen uns die Energie, wir holen so langsam schon mal aus dem Bauch nach oben. Ey, Alter. Ey, wie viel Brände muss man hier gleichzeitig löschen? Unglaublich. Wisst ihr was? Wir nehmen die letzten 10 Sekunden einfach. Wir nehmen einfach die letzten. Ich hab's nochmal anders gemacht. Wir machen es so wie alle anderen auch. Das hat sich bewährt. Wir müssen ja nichts Neues finden. Ey, sehr gut, sehr gut. Geh gerne auf Nummer sicher und mach klein, wenn du durchgehst. Boah, so ihr Lieben, die letzten 10 Sekunden und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, come on! Hey. Komm nach vorne, gut gemacht. Ja. Danke dir. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Und für Martin! Komm, lass die Dinger da, komm nach vorne. Komm nach vorne. Kommt hierher, kommt zu mir. Kommt zu mir. So, erstmal ihr Lieben, genau, erstmal Shake Hands, Fair Play, Fair Play. So, jetzt kommt neben mich, wir machen es wie beim Boxen hier. Liebe Leute, drei Bosse wurden gelegt. Ihr habt gesagt, zwei sehen wir. Das heißt, es wurde schon da eure Vorhersage übertroffen. Dementsprechend einen großen Applaus für das Team Berti mit Mike. Wundervoll. Und nun, mit einer maximalen Anzahl von fünf Bossen, die Gewinner des Abends, macht einen riesen Applaus für Team Gregor mit Danilo. Und jetzt lass ich feiern. Ich sag Gre, ihr sagt Gott, Gre, Gott, Gre, Gott, Gre, Gott. Wie fandet ihr dieses Couch an Couch? Eieiei, Gregor will noch was sagen. Okay, Leute, ihr wisst, wenn ich sowas ausnahmsweise mal gewinne, dann muss noch eins kommen. Got it! Danke. Aber vielen Dank auch an Danilo. Sehr, sehr schöner Support. Wir haben das gemeinsam gewuppt. Got it! Ey, Gregor, es war fantastische Arbeit, was du da gemacht hast. Also, wirklich. Bravo! Ja, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Wollt ihr auch noch sowas machen, Mike? Wir stürzen so nicht tief herab. Also, wir haben auch unsere Würde. Es ist einfach geil. Ich habe Freitag mit diesem jungen Mann hier noch gesoffen. Und jetzt haben wir zusammen gezockt. Mike ist der Geilste! So, ihr Lieben. Achso, du willst auch noch was sagen? So. Ich habe nicht gesoffen, ich habe gewonnen. Oi, 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 oi. Also, ihr Lieben, auch ihr Lieben zu Hause.
Das war Couch an Couch. Das war aber noch nicht die Beanscom. Es gibt gleich noch eine wunderschöne Zeremonie. Und jetzt seht ihr, was sonst noch so bei uns passiert. Also herzlichen Dank fürs Einschalten bei Couch an Couch. Moin Moin, herzlich willkommen aus Hamburg, live vom Millerntor-Stadion. Hast du geglaubt, lieber Krogi, dass wir zu diesem Punkt kommen? Bei bester Gesundheit? Nein. Mit bester Laune? Nein, nein, nein. Und mit noch so vielen tollen Leuten, die hier vor der Bühne stehen? Wundervoll, wundervoll. Schau sie dir an. Und vor allem, Colin, unser Publikum ist auch sehr attraktiv. Also, da hast du recht. Ich habe auch ab und zu mal fremd geschaut an anderen Ständen. Ja. Und ich sag mal so... Mhm. Da habe ich nicht so häufig 10 von 10 gesehen. Nein, ne? Nein. Also mal ganz vorsichtig. Nein, aber wirklich, wir kommen jetzt hier zum Ende unserer großen Beanscom 2022. Sause. Sause, kann man sagen. Ja. Nach 2 Jahren Pause das erste Mal wieder hier unter Leuten mit einer eigenen Bühne. Mit euch und für euch, für alle da draußen natürlich. Ich kann für mich nur sagen, ich hatte eine super gute Zeit. Krogi, wie war es bei dir? Ich möchte mich da anschließen. Es ist wunderschön, euch alle hier zu sehen. Und vor allen Dingen, wenn man aus so einer Pause kommt, wo man den Chat liest und jetzt hat man wieder diese Gesichter dazu. Es ist traumhaft. Tausend Dank, dass ihr hier seid, okay? Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank, ja. Aber wir beide sind natürlich ein Bruchteil der ganzen Menschen, die hier dazu beigetragen haben, dass wir für euch, mit euch und vor euch hier unser Programm machen können. Deswegen würde ich einfach mal sagen, kommt doch mal raus, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir noch mal ein bisschen Applaus für all die Leute. Berti, Janina, Gregor, Ron, Martin, ach Gott. Liebe Leute, geht einfach weiter applaudieren, noch mal richtig applaudieren. Rocket Beans, Rocket Beans, Rocket Beans. Ach, ist das schön. Das ist richtig, richtig herzerwärmend quasi, ja. Ja, wundervoll. Ja, also vielen Dank an euch. Vielen Dank an all die Partner, die uns hier unterstützt haben, hier diese Bühne zu bauen und für euch hier wirklich seit Mittwoch Programm zu machen. Vielen Dank an die Leute im RBSC, die uns unterstützen. Auch da draußen natürlich, die jetzt nur zuschauen können. Hinter uns liegen viele Tage, spannende, schweißtreibende, emotionale Momente und Stunden. Und der Timo, habe ich mir sagen lassen, Timo Zocholl, das ist eines der fleißigsten Bienen in einem Bienenstock voller fleißiger Bienen. Applaus. Der hat, da steht er genau, da steht er ja. Stage diven, stage dive. Der hat für uns nochmal ein kleines Best-of zusammengeschnitten mit den schönsten Momenten der Beanscom 2022 und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Hoppala. Beanscom 2022. Let's go. Good morning, Gamescom. Und herzlich willkommen aus Köln live. Hey. Leg den Ring an, jetzt kann ich doppelt so viel tragen. Nee, keiner? Sag, okay. Ich liebe euch. Fängt mal hier, das gibt's doch gar nicht. Was ist das? Das ist Lars Erik Paulsen. Ja, da bist du motiviert, so ist es.
Timo Zorrell, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt klatschen wir mal alle ganz, ganz eifrig in die Hände. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ihr habt es so geil gemacht, unvergessen. Ein ganz tolles Jahr. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und das Mitmachen. So, und jetzt hoffe ich, haben wir alle Konfettikanonen bereit gemacht. Die Ekstase kann ausgepackt werden. Wir beschließen jetzt offiziell die Beanscom 2022. Und ihr zählt hoffentlich mit mir gemeinsam ein. Hier werden noch Sachen verteilt. Wir haben noch ein bisschen was zum Abgeben. Ein bisschen Stimmung machen wir jetzt noch. Krogi, wir zählen zusammen ein. Auf 3, 2, 1, los! Ich sag Games, ihr sagt Gott. Games, Games, Gott. Ich sag Games. Yes! Großer Applaus! Genau, einige, wir haben noch ein bisschen Merch abzugeben. Hier ist noch ein bisschen Stuff, den wir jetzt noch mal raushauen. So. Wer hat Bock auf Geschenke? Raus. Wer hat Bock auf Geschenke? Was hast du denn noch im Angebot? Wer will Bier haben? So, kommt dann nach vorne. Bier, nimm mal Bier. Reich die ganzen Hobel doch mal durch hier. Digga, hol die Biere so raus. Zaghaft, wir wollen doch nicht... Hier, hol die Biere wir raus. Wir wollen doch nicht mit vollen LKW nach Hause fahren. So, Vorsicht mit den Getränken. Passt auf, bitte, dass ihr nichts ins Auge bekommt, was da nicht hingehört. Wer hat leere Taschen? Ja, verdammt. Wer hat denn leere Taschen nach 5 Tagen Geld? Wer hat kein doch Geld quasi dabei? Niemand. Ja, fantastisch. So, jetzt der absolute Hammer. Hier werden nochmal richtig die Lager geleert. Hier wird nochmal rausgehaut, was keine Miete zahlt. Wunderbar. Was soll ich für dich haben? Kissen? Ein Kissen zum Sitzen. Ja, wo soll ich das denn hernehmen? Wir sind doch nicht im Altenheim hier. Wir sind doch auf der Gamescom. Kissen zum Sitzen. Mal gucken. Wir ballern noch ein bisschen raus. Klar. Wünschen euch da draußen eine gute, gute Zeit hier vor Ort. Dem ganzen Spaß. Und wenn ihr wissen wollt, was nach der Beanscom kommt im nächsten Jahr. Natürlich. Beanscom 2023. Wir sind bester Dinge, dass das passieren wird. Liebe ja? Leute, einen Applaus für Colin Gabel. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Aber wenn ihr wissen wollt, was euch in den nächsten Monaten bei uns bei Rocket Beans noch so erwartet, dann haben wir jetzt eine kleine Übersicht und damit sagen wir offiziell Tschüss. Vielen Dank auch nach euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Sie war fantastisch. Bleibt uns treu. Lasst ein Abo da und ein Like und die Glocke bimmeln. In diesem Sinne, macht's gut bis nächstes Jahr und jetzt viel Spaß mit den Highlights 2022. Tschüssi, tschüssi. Tschüss. Staffel 3.